Ja, so werde ich sie übrigens nennen. Dawn. Morgenröte. Das Stück hat ja 5 Szenen, die in 5 verschiedenen Zeiten spielen, chronologisch sogar zwischen 2021 und 2102. Es geht um Menschen, die sozusagen so eher diesen Fortschrittsglauben dem kritisch gegenüberstehen und eine andere Welt schaffen wollen, in der sie sagen, wir wollen nicht mehr so viel wissen, wir wollen nicht mehr so viel Technik haben. Und deswegen haben wir gedacht, naja, dann ist sozusagen so der Grundraum eigentlich so ein bisschen ein Technikfriedhof oder so. Für die erste Szene, und da geht es ja darum, dass er so eine Scheu hat vor Strahlungen und deswegen wird da alles mit Alufolie eingepackt, szenisch, und von der Bühne her auch gibt es eine Menge Strahlung hier. Mikrowellen, Überwachungskameras, Kaffeemaschinen, alte Computer-Keyboard, Fernseher, Röhrenfernseher gibt es bei uns noch zum Glück. Lampen, Scheinwerfer, alles Mögliche, was es so an Technik, Schrott vielleicht gibt, wo man ja auch sieht, dass Technik sich so verändert. Die Gesellschaft süchtig nach Technik und Kommunikation, die plötzlich in etwas gestürzt wird, was ihr zuvor als Finsternis erschien, die fürchtet sich. Es ist okay, Angst zu empfinden. Angst zuzugeben ist nicht im Mindesten widermenschlich oder antiregressionistisch, überhaupt nicht. Aber wir dürfen uns nicht von unseren Ängsten beherrschen lassen. Finde ich ganz interessant, gerade mit der ganzen Corona-Debatte, dass es jetzt so ein Stück anfängt mit so einer Wissenschaftsskepsis, die ich persönlich nicht teile. Aber es ist ein interessantes Thema zumindest. Das Stück setzt an in der Gegenwart, in unserer Welt, die so komplex ist, dass der Umgang mit ihr meistens Gefühle erzeugt von Wut und von Frust und von Verzweiflung und von kompletter Überforderung. Nummer 9. Persönliche Schönheit, Liebe und Sex. Eigentlich nur Vorsicht bei Liebe und Sex. Das erfindet Liebe und Sex, die euch aus eurem Leben reißen, die euch hinfortreißen, die euch zu allen möglichen Verhaltensweisen hinreißen lassen, die ekelhaft sind und falsch und eure Nächsten verraten, sowie das Andenken an eure Mutter. Dennis Kelly zeigt uns den Weg, was passiert, wenn man diesen Gefühlen nachgibt. Dass das Denken öffnet, hin zu einem Weg, zu einem Denken in ein dunkles Zeitalter, in ein vormittelalterliches, frühmittelalterliches Zeitalter. Also nahm die Stadt den Jungen, der jetzt ein Mann war, und sie schlug ihn, verletzte ihn. Sie vergingen sich an ihm, sie brachen ihm die Finger, die Arme, kugelten ihm die Schultern aus, zogen Knochen aus Gelenken und schlugen ihn immer weiter. So ein Bild, so eine Installation so für die heutige Apokalypse, sagen wir mal, so von der Technikabhängigkeit und den ganzen Schrott, den wir produzieren. Und die Idee ist, dass immer mehr mit der Erde überschüttet wird, immer mehr verschwindet letztlich und ganz zum Schluss über diesen Overhead-Projektor, der auch unter der Erde ist, wiederentdeckt wird. Letztlich ist es eine Revolution, die nennt sich die Regression und hat als Zeichen nicht das gerade R, sondern das herumgedrehte R. Dennis Kelly macht auf satirische Art und Weise ernst mit der Vorstellung, wir könnten hinter ein Wissen zurück, über das wir verfügen. Das geht natürlich nicht. Wir reduzieren die Sprache innerhalb von 2 Generationen auf einsilbige Worte. Die einzige Ausnahme? Nein, 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 nein. Es gibt nur noch ein Wort, das noch mehr als einen Klang hat. Das Wort Regression. Er stellt eigentlich die Frage, welches Wissen brauchen wir heutzutage, um mit all dem Wissen, das wir haben, in unserer hochkomplexen Welt umzugehen. Wir sollten fügen. Wie in jedem guten Theaterstück geht es um Leben und Sterben, um Verglühen und Erblühen. Und in jeder der Szenen
geht es halt letztlich auch um die nachfolgende Generation. Und eigentlich wird in jeder Szene ein Kind geboren. Im ersten Teil ist es so, dass wir es eigentlich nur mit einem Gedankenspiel zu tun haben von einem Mann. Aufgrund einer Krise, in der er steckt, in der er von Gefühlen übermannt wird, erklärt er die Wissenschaft zu seinem Feind. Warum können wir nicht vorangehen ohne Wissen? Warum können wir nicht nichts wissen? Was wir im Laufe der ersten Szene erfahren, ist, dass er mit seiner Frau einen großen Kinderwunsch hatte, das aber auf biologischem Weg nicht möglich war und sie dann halt einen medizinischen Weg gewählt haben und sie ist bei der Geburt gestorben. Also es gab den Moment, wo er seine Tochter im Arm gehalten hat und dann 2-3 Minuten später ist seine Frau verblutet. Die Tochter des Mannes führt dieses Gedankenspiel weiter und setzt es in die Tat um. Und wie so oft, wenn man einen reinen Gedanken mit Gewalt in die Tat umsetzt, dann gehen wir diese regressiven Schritte weiter. Das ist auch die Idee der Freiheit zum Beispiel, sobald die dann mit Gewalt durchgesetzt wurde, sich in ihr Gegenteil verkehrt hat. Ich habe gesehen, wie ein Mann auf ein junges Mädchen zielt. Sie war jung, so jung wie du, nein, vielleicht sogar jünger. Und plötzlich platzt ihr Kopf auf, überall Blut und sie fällt zu Boden und ich schaue ihn an, ob er sieht, was er da Furchtbares angerichtet hat und er zielt einfach auf den Nächsten. Was wir zum Beispiel im vierten Teil sehen, in diesem wunderbaren Film, den der Patrick und der Falco gemacht haben, da sind wir bereits in der dritten Stufe der Regression in einem Zustand, in dem sich Gewalt und das körperliche Begehren ungehemmt bahnbrechen. Also letztlich erzählen wir eine Höhlenmalerei und da haben wir irgendwie sowas gesucht, wie kann man diese Geschichte, die da erzählt wird, dass es wie ein Schattenspiel ist, was man sich in der Höhle erzählt. Man könnte natürlich auch einen Diakasten nehmen, aber wir hatten halt keinen, als wir es gemacht haben. Und dann haben wir halt den Laptop genommen. Und sie erinnern ihn täglich daran. Die Wut und der Hass, die sie füreinander empfinden, überschwemmen alles. Fast wie ein Märchen, aber anders. So wie das Leben, fast wie ein Märchen, aber anders. Die Welt ist sehr fordernd, herausfordernd, überfordernd in all dem, was so passiert auf der Welt, in den Menschen und in der Welt. Und ich glaube, diese Momente von Unschuld, die sind das, wonach man sich halt natürlich zurücksehnt, wenn man alles sieht und hört, was so in der Welt passiert. Ein Mixtape, genau, ja. Auch Technologie, die ja leider verschwunden ist, weil Mixtapes bespielen, beschriften, dann an den Menschen, für den man das gemacht hat, dann zu geben, war ja schon was sehr Schönes. Es geht ihm darum, herauszufinden, welches Wissen wir eigentlich wieder aktivieren müssen. Und das ist die letzte Szene, die versucht uns zu sagen, dass bevor der Mensch aufhört, Mensch zu sein, bleibt die Lust an der Erkenntnis und es bleibt die Sehnsucht danach, jemandem nahe zu sein. Es ist eigentlich eine Welt, die bizarr und anscheinend auch von Restriktionen geführt wird. Und gleichzeitig ist ein Mensch, der neu entdeckt, ein Mensch, der irgendwie sozusagen alles in sich hat, was wir in uns haben. Und insofern würde ich sagen, das Stück ist äußerst human und humanistisch. Wie liebt man, wenn man nichts weiß? Ach! Und das ist der Hoffnungsmoment, den Dennis Kelly in dieses Stück einbaut. Wir haben eigentlich die Fähigkeiten und wir haben eigentlich das Wissen, das soziale Wissen, das emotionale Wissen. Wir verfügen über das alles. Wir müssen uns daran nur immer wieder auch erinnern. Er meint, wir können das. Und wie ich das denke, da merke ich, wer so denkt, dann ist das. Wissen. Man forscht, man hat ein Hirn, das forscht. Und das schien mir nicht schlimm. Gar nicht schlimm, echt nicht. Und wir sind am Staunen.